Was geht ab YouTube und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und das Video, was ihr gleich sehen werdet, haben wir ungefähr vor ein oder zwei Wochen aufgenommen, also Sascha und ich. Und wir sind an einem Tag in Dortmund bei 36 bis 37 Grad einfach in ein Auto eingestiegen, also in mein Auto, was mindestens eine Temperatur von 60 Grad hatte. Und das Krasse ist, wir haben da auch eine Challenge gemacht. Wer als erstes Auto verliert, hat verloren. Wir hatten sogar noch drei Joker. Ich habe leider den ersten Joker verloren. Das war ein negativer Joker, aber die nächsten zwei Joker, die noch im Video kommen, die sind positiv. Seid auf jeden Fall mal gespannt, wer die gewinnt. Aber ich hatte leider den ersten negativen Joker. Das heißt, ich musste zwei Wollpullover vorab anziehen und eine lange Hose. Sascha durfte in seinen kleinen kurzen Höschen und kleinen kurzen Höschen Shirt oder Felix hat einfach den Ball, was du da laberst. Er durfte einfach in seinen normalen Klamotten bleiben. Und ja, darauf ist eine Challenge geworden, Freunde. Anfang muss ich jetzt sogar neu aufnehmen, weil der andere Anfang war leider irgendwie scheiße wegen dem Ton, weil der Wind so scheiße laut war. Meine Kamera, ne, das ist hier irgendwie, das fuckt irgendwie ab mit dem Ton draußen. Ich muss ja mal irgendwas einfahren lassen, aber egal. Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Heute Abend auch auf YouTube Live und auf Twitch. Kommt vorbei. Alle Beschreibungen bzw. Links in der Beschreibung. Viel Spaß jetzt mit dem Video. Rein, 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 mach zu, mach zu, mach zu. Boah. Ich bin da vorne eine Kamera platziert, die von außen so Aufnahmen macht. Ich wink jetzt. Oh. Was? Oh. Fuck my life, Digga. Die Leute eigentlich von außen Aufnahmen machen. Ja, dann gehen wir noch einmal kurz einmal raus. Boah, Digga, ist das jetzt schon zu krass? Das geht nicht, Digga. Wir müssen jetzt rumbleiben, glaube ich. Oder? Kann mein Handy. Ja, aber ist das mit dem Handy schlimm? Wird das heiß da? Okay, nee, wir bleiben jetzt echt drin, Digga. Wir ziehen jetzt durch. Wie viel Uhr haben wir? Oh, wenigstens Radio, Digga. Wir haben 12.56 Uhr. Leckeren Cheese Crunch Burger. Ja. Ja. Produkte. Digga, passiert da was mit meinem Handy jetzt gerade? Scheiße, wenn das kaputt ist, Digga. Scheiß KFC-Werbung hier. Passiert was jetzt oder nicht? Schon am Schwitzen. Digga, das ist schon nicht mehr lustig jetzt gerade. Guckt euch das mal an, Leute. Es geht jetzt schon los. Wie lange, wann, wie viel Uhr sind wir reingekommen? 56, ne? Digga. Puh. Digga, können wir abbrechen? Ernsthaft jetzt? Jo. Lass uns mal ins Freibad gehen. Jo. Digga, deine Beine sind schon richtig nass, Digga. Das ist so eklig. Oh, wollen wir gleich schon mal den Dosenwurf machen wegen der Cola, sonst wird die Cola ja schon warm. Jo, lass mal machen. Nee, jetzt noch nicht. Wir haben Zeit. Guck mal die Scheibe. Du kannst hier oben Ei drauf braten, Digga. Genau. Wie geht's dir? Absolut scheiße, Digga. Leute, wir sind maximal jetzt gerade 5 Minuten im Auto. Guckt euch diese Schweißperlen an. Das letzte Mal, wo ich so geschwitzt, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, geschwitzt habe, war die letzten Tage im Livestream, wo ich pro 1 Euro Liegestütze, sag mal schnell, pro 1 Euro, der gespendet wurde, ein Liegestütz gemacht habe. Am Ende waren es dann 450, glaube ich, die ich rausgeballert habe. Aber danke für diesen kranken Support, aber das war echt nicht mehr cool, Alter. Ohne Spaß, wenn es gar nicht mehr geht, musst du halt abbrechen, ne? Aber du willst halt schon die Challenge gewinnen, ne? Du weißt schon, dass es um was Krasses geht, ne? Haben wir schon gesagt, um was es geht eigentlich? Haben wir schon was gesagt, worum es geht? Wo muss ich eigentlich reingucken? Weiß ja nicht, wir können da und da, nein, sag mal. Okay. Weißt du schon, worum es geht? Mann, weißt du, worum es geht? Wir machen das wie die anderen YouTuber. Wir spielen heute um 100.000 Euro. Okay. Spaß an Leute. Okay. Also, ich will ganz ehrlich wissen, welche YouTuber 100.000 Euro haben, die machen. Alles fake, Leute. Wir ziehen hier die Scheiße jetzt durch. Haben wir was zum Abputzen? So? Nein, nein, wir müssen. Es muss laufen, Digga. Es geht. Die dürfen nicht. Das ist schon Cheaten dann. Okay. Die Sache ist aber, die Cola. Oh, warte mal. Oh mein Gott. Nee, hey, das darfst oh du! Oh mein Gott! Gott. Oh, was denn? Oh. Das darfst du nicht. Ja, nein. Ja, nee, nein. Da will ich dann gar nicht mehr raus trinken, wenn da das Schweiß dran ist. Digga, sollen wir jetzt schon mal die Münze werfen für die scheiß Cola, Digga? Jo. Ernsthaft jetzt, oder? Ja, das ist schon nicht. Digga, ich bin richtig klitschnass hier drunter, ne? Oh, wie das glänzt, Digga. Boah, Digga. Digga, wie viele Minuten sind wir jetzt drin? Ich muss immer hier anmachen. Ah, ich kann ja die Uhrzeit anlassen und mal Radio rausdrehen. Wait, jetzt nicht gut für die Batterie, oder? Viele andere. Digga, wir sind erst 5 Minuten jetzt hier, ne? 4 Minuten. Wie soll das funktionieren? Digga, wie lange darf man in der Sauna bleiben? 15. Scheiße. So, mein Handy ist auch einfach umgekippt da vorne. Ich dachte, wir kriegen so einen Schwächeanfall, Alter. Und wir, boah, schon mal vor, wir sterben jetzt wirklich beide. Leute, tut mir einen Gefallen, macht das nicht nach hier. Das ist einfach nur, was habe ich jetzt hier umgestellt, Digga? Fuck. Warum ist es so dunkel gerade hier? Digga, entweder meine Sehstärke hat schon nachgelassen, ja, jetzt hier, oder? Digga, na, sag mal, was ist jetzt gerade so dunkel? Schwächeerscheinung, Digga. Mal jetzt bitte, warum ist das so dunkel gerade? Ich guck gerade in den Bildschirm rein. Das war gerade nicht so dunkel. Okay. Du darfst aber nicht verarschen, nicht scammen jetzt hier, warte. Ich sag, du hast Kopf, ne? Weißt du was? Was ist da jetzt? Boah, es ist zahl, Digga, guck mal an den Oberschenkel, Digga, das ist nicht mehr lustig. Boah. Guck mal ins Gesicht, Digga. Ja, egal, die Kamera wird ultra heiß, ne? Wie heiß die Kamera? Das fühlen wir mal. Alter, fuck. Ja. Bei Zahl krieg ich die. Bei Zahl kriegst du die Cola, okay.
Nein! Ja! Ja! Komm runter! Macht auf gar keinen Fall nach, Leute. Auf gar keinen... Oh. Oh, hörst du das? Hörst du das? Boah, ich glaube, das ist krass jetzt. Ich glaube, das ist wirklich krass, ne? Boah, das ist krank, das Schein. Boah, das ist krass, Leute. Kamera zu fahren, abkühlen lassen. Film mit Handy bitte weiter. Real Talk. Hey Leute, wir haben jetzt aufs Handy noch geswitcht. Die Kamera ist wirklich zu ausgegangen, weil die einfach zu heiß war. Ich hoffe, die Aufnahmen sind nicht gelöscht, aber werden die nicht, ne? Die Folge ist immer abgespeichert, oder? Ah, cool, das schmeckt, Digga. Ist korrekt. Es geht jetzt um die dritte Sache, Leute. Was nimmst du wieder? Euro oder beziehungsweise Kopf oder Zahl? Ja, scheiß auf Euro jetzt. Mann, du nimmst Zahl und derjenige kriegt 30 Sekunden Pause und der andere darf die Zeit stoppen, okay? Also wenn Zahl kommt, kriegst du Pause. Okay, ich Kopf, bitte. Mama, Kopf, 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 Kopf. Yes, man. Ich krieg keine Krise, Digga. Korrekt von dir. High five. Oh, das schwitzt sich, Alter. Mach schnell. Oh, ich schwöre, das ist zu kalt. Ich schwör's dir. Oh, das ist kalt. Mach schnell zu. Boah, fuck, Alter. Ey. Digga. Es ist. Digga, 15 Sekunden hast du noch. 15! Oh, Junge, er weiß gar nicht. Digga, wie kann man so viel Glück haben? Oh, ey, du musst wieder rein! Ey, ich fühle das aber auch, sobald die Tür aufgeht, ne? Ja, das war krank. Es war wirklich krank, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Anders. Es war unfassbar kalt jetzt gefühlt. Hui! Kurzes kleines Update. Wir haben jetzt 11 nach. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr genau 15 Minuten hier drin. Leute, schaut euch einfach mal diesen ekelhaften Bauch jetzt an, wie ich hier schon am Schwitzen bin. Das ist auch nicht mehr... Das Wasser da, guckt euch das mal an. Aber ich finde, das ist nichts im Vergleich zu diesem Jungen hier. Er ist richtig am Sterben, Alter. Guck mal deine Beine, bitte. Bruder. Das ist nicht lustig, ne? Was machen wir, wenn einer umkippt, Digga? Ja, dann fahre ich ins Krankenhaus und du auch. Aber mit Fenster unten oder auch? Nein, Leute, Spaß beiseite. Natürlich sind jetzt hier noch Ärzte und Helfer, die sind jetzt hier noch oben drumrum. Deswegen macht das nicht nach. Wir werden hier auf jeden Fall, wie nennt man das, überwacht, ne? Genau. Also wenn jetzt einer umkippen sollte, aber wir beide, dann wird für uns gesorgt. Also macht doch bitte nicht nach. Ich muss jetzt mal, Leute, ohne Spaß, jetzt hier die Cola, ne? Da ist jetzt noch so ein Schluck drin. Aber irgendwie, ich habe keinen Bock mehr drauf hier. So, zack. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Wir haben jetzt 13.14 Uhr und Saschas Hände, zeig mal bitte, die sehen schon aus, als ob die in dieser Badewanne. Guck dir erstmal an, Digga. Als ob du eine Stunde. Und ich meinte vorhin noch zum Sascha. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt hier drin bleiben, aber ich denke mal, so ein, zwei Stunden bleiben wir bestimmt im Auto, ne? Tu mir einen Gefallen, Sascha, jetzt gib echt auf. Ich kann auch nicht mehr. Ernsthaft jetzt? Ich kann auch nicht, Digga. Ja, dann gib auf. Was kriegt der Gewinner eigentlich? Haben wir doch gesagt, 100.000 Euro, wie bei den anderen YouTubern. Nee, Spaß, wir haben gar nichts gesagt, Digga. Leute, wenn ihr das nochmal wollt, dass wir das nochmal machen und dann irgendwie mit einem krassen Einsatz oder irgendwie mehr Klamotten anziehen oder irgendwie gar nichts anziehen oder irgendwelche anderen Challenges habt, schreibt es mal in die Kommentare, dann machen wir das. Irgendwie, dass man irgendwie mehr trinken darf oder keine Ahnung, was jetzt juckt mein Auge hier noch, ey. Schreibt ganz gerne mal eure Vorschläge in die Kommentare. Aber versuchen wir es in nächster Zeit umzusetzen. Ich kann auch nicht mehr reden jetzt. Was hast du jetzt gelacht? Boah, Digga. Mir läuft der Speis in die Augen. Sieht es eklig aus bei mir schon? Scheiße. Überall, man darf doch nicht abputzen. Oder? Auge juckt aber. Ach so, ja, meins auch. Boah! Guck mal, der Bauch nochmal hier. Digga, guck mal, ey, es ist einfach nass. Bring mal aus. Es ist wirklich. Nein, hör auf, ich muss kotzen dann. Ja, da kommt richtig was. Hör mal auf jetzt, ich muss nicht, dann muss ich wirklich brechen. Ehrlich, jetzt so ist es. Okay, Sascha. Folgendermaßen. Sollen wir einfach bis 20 und dann haben wir beide gewonnen? Nee, das ist auch scheiße, Digga. Es muss ja einen Gewinner geben. Das geht so nicht. Muss ein Gewinner geben. Eine Minute, 37 Sekunden später. Du aufgibst, Digga. Wir haben jetzt gerade 17 nach erst. Komm, eine Stunde schaffen wir noch. Also ich glaube, es zählt schon eine Stunde. Dein Kopf ist aber auch ziemlich rot. Dein Kopf ist auch ziemlich rot, ne? Nein. Doch, wirklich jetzt? Ich kann nicht, Digga. Wirklich jetzt? Ich schwör's dir, es geht nicht. Als ob du jetzt auf, guck mal, deine Beine sind doch kaum am Schwitzen. Willst du mich verarschen? Gibst du? Nein. Als ob! Er gibt auf! Ja! 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 Es ist zu kalt, ne? Oh! Aber ich hab gewonnen! Yes! Oh. Boah, ich stinke aber so pervers gerade, ne? Alter Falter! Boah, das ist schon zu kalt, Alter! Jetzt guckt euch mal diese perverse Scheiße hier an. Man sitzt, guck mal, das ist schon nass. Siehst du das Alcantara, wie nass das da ist? Tut mir leid für den Wind, Leute. Das Mikrofon ist hier ein bisschen anfällig. Anna. Wie fühlst du dich? Ich schwör, es ist gerade zu kalt. Glückwunsch zur Niederlage. So, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause mit dem Sascha. Sascha kriegt das Essen hier. Was hast du dir geholt hier?
Geile Nudeln. Penne, Creme, Spinacci. Hast du schon mal gegessen? Mann. Fühl mal, wie kühl die Verpackung ist, bitte. Leg das mal auf den Kopf. Bruder, Alter, das ist ja dieses andere Feeling. Ne? Oh. Leute, ich mache mir aber was Geileres, denn viele haben mich mal gefragt, so, ey Felix, was isst du in deiner Diät aktuell so? Ich habe mir jetzt hier 500 Gramm Rindertatar geholt, noch Peperonis, Erbsen und dann kommt hier noch, was lachst du so schäbig da hinten, ne? Die Leute haben mich wirklich gefragt in den Kommentaren, was isst du sonst immer so? Ich soll das mal zeigen. Letztes Mal, wo ich den Nudelauflauf gezeigt habe, haben die auch gesagt, das ist korrekt, du Arsch, Alter. Ja, die würden auch sagen, das ist korrekt, wenn du... Wenn was? Einfach Nudeln kochst und die sagen, geil. Nee, Leute, es gibt Leute, die machen Sport, die interessieren sich für Fitness und die gehen ins Fitnessstudio, nicht so ein Fettsack wie du, Digga. Guckt euch mal die alten Videos von früher an, Freunde, und guckt ihn jetzt mal an. Hier. Boah, Digga, das schwabbelt auch 20 Minuten später, Alter. Wir müssen doch wieder ins Gym gehen mit dir. Das kann man nicht anschauen. Doch, ich schneide das aber sowas von rein, ist mir so scheißegal. Hier, Pesto, aber das ist leer. Fuck, hier. Übrigens, ein heftiger Kühlschrank. Ah, korrekt, guck mal, das ist ja hier. Korrekt, hau der mal ist noch die Pulle. Nee, der ist noch von deiner Mom hier. Die war ja gestern noch da. Hat doch wieder nicht ganz ausgetrunken, deine Mutter. Also ich muss wirklich sagen, die könnte mal langsam mal wieder ein bisschen... Ja, die ist schlecht im Trinken aktuell, aber... Ja, ich muss. Alter, rasiert davon umso mehr, Alter. Die haut die Pulle weg, Digga. Hier, Leute, das einzig wahre Pesto. Ich glaube, ist relativ teuer. 3 Euro kostet das, aber ohne Spaß, holt euch dieses Pesto. Ich bekomme leider keinen Cent dafür, weil ich bekomme leider keins geschenkt, aber ich schwöre es euch, das ist so lecker. Das noch dazu und alkoholfreies Radler ist auch mal am Start. Und noch Reis. Und das werde ich mir jetzt hier zu zaubern. Wo ist das hier? Da, ganz normaler Reis. Ich werde das jetzt zaubern, Leute. Da steigt mein Essen. Komm, ich mache das jetzt auch fertig. Wo ist denn das? Wie sieht das wirklich aus? Alter! Bro, man könnte denken, der Pullover ist so, ne? Das sieht her so aus, als ob das so ist, ja. Das ist nur von Schirm auf Schnee kostet. Ne, ehrlich. Bro, das ist einfach. Das ist mehr trocken als nass, Alter. Mehr nass als trocken. Hä? Leute, Form läuft, Sascha! Ohne Spaß, Sascha. Ich gehe jetzt seit 2,5 Jahren trainieren, ne? Und, Digga, wärst du damals einfach die 2,5 Jahre mit mir gegangen, dann hättest du jetzt auch. Was ist denn an meiner Ziki, Alter? Was für an meiner Ziki? Wo kommst du denn her, Digga? Muss ich mal los. Das ist Gyros. Willst du ein alkoholfreies Radler? Ja, hau rein jetzt. Ja, willst du eins? Ja. Nee, gib mir lieber den Wein, Digga. Ja, für dich, Bruder. Schon aufgemacht. Gönn dir. Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Leute, es tut mir unfassbar leid. Wir sind schon durch mit Essen. Ich habe schon alles aufgegessen. Sascha leider auch. Sascha hatte ja diese Fertignudeln. Wie waren die? Waren die lecker? Waren super geil, Alter. Bist du gerade vollgefressen? Willst du Mittagsschlaf machen? Mhm. Ehrlich jetzt? Mhm. Sollen wir jetzt einen Mittagsschlaf machen? Ja. Soll ich die Suite? Wir zusammen auf der Couch oder soll ich bei mir im Bett schlafen? Sollen wir zusammen hier? Komm. Geh mal bloß weg, Alter. Hey Leute, tut mir wirklich leid, dass ich euch das jetzt nicht gezeigt habe, aber hier sieht man es noch ein bisschen. Hier ist das Rindertatar mit dem Peperoni. Ich habe das ein bisschen gewürzt mit Salz, Pfeffer. Manchmal packe ich da noch italienische Kräuter rein. Und was lassen wir jetzt? Hä? Das sind keine Gerichte, Digga. Er meint die ganze Zeit, ich koche nicht richtig, weil das nichts Richtiges zu kochen ist. Aber ich meine, Digga, das ist vielleicht. Das ist Kochen. Also er meint, das wäre kein Kochen. Ich finde, das ist kein Kochen, aber sowas hier, das ist doch Kochen. Hat mir dann noch Erbsen dazu gemacht, Reis. Und wie gesagt, holt euch dieses Pesto, beziehungsweise das andere Pesto, was hier im Kühlschrank ist, Leute. Ja gut, das soll es auch mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe es einfach, es hat euch gefallen, Freunde. Lasst mal für den Support nochmal einen dicken Daumen nach oben da und vielleicht sogar ein kostenloses Abo. Und wie gesagt, wenn ihr das nochmal machen sollt, irgendwie im Auto oder einfach draußen irgendwie mit nur Klamotten durch die Innenstadt laufen oder einfach mal 24 Stunden irgendwie in nur Klamotten, schreibt mal in die Kommentare, schreibt mal gerne ein paar Videoideen rein, was man dazu noch so machen könnte. Ich bin einfach gespannt, Freunde. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir diese Tage dabei ein neues Video sehen, Freunde. Macht's gut, haut rein, ciao.